Hey und willkommen zu einem neuen Video der Spielzeugtruhe. Heute wieder mit Christian. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr habt eine gute Zeit. Wir wollen uns heute von Playmobil City Action noch den Bagger anschauen. Den LKW hatte ich euch ja vor ein paar Tagen schon vorgestellt, haben wir den zusammen ausgepackt. Und ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, wir haben inzwischen auch schon einen THW-Bagger, aber wir haben eben noch keinen richtigen Baustellenbagger. Und den schauen wir uns heute zusammen an. Bevor wir den auspacken, schauen wir mal noch kurz oben drauf, denn der hat auch ein paar Funktionen. Wir können hier hinten diese Klappe aufmachen, da ist der Motor vom Bagger drin und hier sind auch noch so ein paar Baustellensachen drin. Also wir haben einmal einen Besen und eine Schaufel dabei. Wir können hier hinten so zwei Klappen ausfahren oder zwei Sicherungen, damit der Bagger, wenn er was Schweres arbeitet vorne, nicht umfallen kann. Und der Bagger hat hier vorne dran noch ein Räumschild. Das heißt, er kann auch Sachen zusammenräumen und so ein bisschen wie so eine Raupe Sachen zusammenschieben. Das geht also auch. Also schon mal ziemlich cool. Dann schauen wir noch auf die Rückseite. Ja, und was ist hier dabei? Das ist eben der Bagger mit auch wieder einem Baggerführer hier. Und wir haben hier eben noch die beiden Sachen dabei, die wir schon gesehen haben, dass man hier reintun kann. Das ist einmal die Schaufel und der Besen. Ihr habt es wahrscheinlich gerade eben schon gesehen, es waren eigentlich nur zwei große Teile auszupacken. Und das war eigentlich nur der Baggeroberteil und der Unterteil. Und ansonsten habe ich noch so ein paar Sachen wie das Räumschild jetzt schon dran gemacht. Die schauen wir uns aber gleich zusammen an. Als erstes schauen wir uns nochmal den Baggerführer an, der hier dabei ist. Der kriegt natürlich hier noch so einen Sicherheitshelm auf, denn auf der Baustelle weiß man ja nie, wo mal gerade was runterfällt. Und für ihn ist natürlich auch noch ein Funkgerät dabei. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch die coolen Funktionen von dem Bagger angucken, was man damit machen kann. Zwei Sachen habe ich im Bagger schon versteckt. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was es ist. Und zwar habe ich hier hinten in die Motorklappe schon die Schaufel und den Besen reingetan. Das ist auch auf dem Plastik hier so ein bisschen vorgedruckt, dass man direkt sieht, wo was hinkommt. Da gibt es also auch eine feste Ordnung. Das finde ich ganz cool. Und dann schauen wir mal noch in den Motorraum hier rein. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch sich sogar ein bisschen mit Motoren aus und weiß, wie sowas aussieht. Wenn nämlich hier hinten einmal den Motor und hier nebendran den Auspuff, der zeigt dann sogar hier aus dem Motorraum raus. Dann haben wir natürlich hinten auf der Rückseite noch die beiden Standfüße, mit denen der Bagger sich absichern kann. Die können wir hier rausziehen. Also einmal auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Dann steht der Bagger natürlich direkt viel stabiler und kann vorne viel schwerer heben und sich auch zur Seite drehen und da schwere Sachen hinheben. Das geht also jetzt auch. Das heißt, wir können den Bagger jetzt einfach mal drehen. Gibt so ein paar Stufen, wo das immer einrastet. Und dann ist er jetzt eigentlich einsatzbereit. Wenn man damit spielen will, dann kann man hier einfach diesen Griff benutzen. Das ist ein bisschen cooler als bei dem THW-Bagger, den wir schon vorgestellt haben. Denn hier kann man mit dem Griff auch echt die Schaufelbewegung machen. Und wenn man eingeladen hat oder fertig mit der Arbeit ist, dann kann man hier hinten das Ganze in so ein Plastikteil reindrücken und dann bleibt der komplette Baggerarm oben. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier vorne noch die Räumschaufel, die kann man natürlich auch hochklappen und dann kann der Bagger viel besser fahren. So, das hat auch echt ganz gut funktioniert. Haben wir den LKW schön vollgeladen hinten. Ein paar Unterschiede gibt es zu dem THW-Bagger. Also was mir hier besser gefällt, ist, dass man mit der Schaufel besser einladen kann. Beim THW-Bagger ist ja der Griff zum Einladen direkt hier vorne. Und hier kann man mit dem Griff den ganzen Arm bewegen. Das gefällt mir besser. Natürlich ist beim THW-Bagger vorne die Schaufel ein bisschen größer. Das heißt, da kann man besser diese großen Steine, die wir hier haben, einladen. Aber dafür ist es halt auch nur ein THW-Bagger und das ist ein richtiger Baustellenbagger hier. Wenn wir jetzt Sand einladen würden, dann wird das natürlich mit dem auch hervorragend gehen. Mir gefällt der Bagger echt gut.
Die ganzen Baustellensachen gefallen mir generell richtig gut. Das sind so mit meine Lieblingssachen, mit den Krankenhaussachen vielleicht. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsserie von Playmobil ist und was euch da am besten gefällt. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und wenn euch die Baustellensachen auch gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch unseren Kanal, falls ihr noch keine Abonnenten seid und könnt uns auch gerne weiterempfehlen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.